Moin moin zusammen, herzlich willkommen zurück zu Enshrouded. Wir haben in der letzten Folge wieder fleißig an unserer neuen Basis gebaut und auch schon die erste Nacht dort verbracht. Und ja, ich würde sagen, bevor wir überhaupt groß loslegen, würde ich glaube ich mal tatsächlich ja, ein bisschen Eisen besorgen gehen, dass das hier auch direkt weiter durchverarbeiten kann. Vielleicht nochmal ein bisschen Holz oder sowas, das sind so alles so Sachen, die ich mal schnell sammeln kann. Das würde ich dann natürlich wieder rausschneiden. Also ohne Aufnahme, weil das ist ja, da ist ja nichts dabei, ne? Ein bisschen abbauen und dann wieder zurück. Ich glaube, das ist nicht so interessant für euch. Aber genau, das würde ich jetzt, glaube ich, machen. Und ansonsten, hier ist zum Glück auch noch viel Kohle drin, die auch noch... Nicht Kupfer, doch, Kupfer. War doch nicht falsch. Genau, wir brauchen Kupfer. Da muss ich dann auch nochmal gucken. Das war ja auch... Ich weiß gar nicht mehr genau, wo das war. Irgendwo hier oben müsste das gewesen sein. Das sind so Sachen, die würde ich jetzt mal schnell gerade besorgen gehen. Und da muss ich nochmal gucken. Hier war das, ne? Das war hier. Genau, da hatten wir Eisen. Da gehe ich auch direkt wieder hin. Das war eine sehr, sehr gute Stelle. Und genau, dann sehen wir uns gleich, wenn ich was gesammelt habe, wieder. So, ich habe jetzt vier Stacks hiervon, also vier Stacks von Kupfererz. Ich habe jetzt schon wieder ein bisschen Zinn eingeschmolzen, das hatte ich nämlich gefunden. Und mal ganz kurz an all diejenigen, die auch Materialien suchen sollten. Also, folgendes. Eisen gibt es hier drüben auf der rechten Seite. Bei der Kuppenmine war das Eisen. Da gibt es ein bisschen was, da ist aber die Hexe. Dann gibt es hier unten, ja, rechts von der Niederrauenwarte gibt es dann Zinn. Und hier oben bei, genau, Sameis Vermächtnis, da gibt es nämlich dann Kupfer. Und ich werde mich jetzt auf den Weg machen hier unten zur Hochweidenwarte und werde da mal ein bisschen Holz besorgen. Und dann schauen wir mal, wo wir stehen. So, gerade zurück. Ich habe jetzt hier nochmal ein bisschen Holz geholt. Wie gesagt, hier ein bisschen Kupfererz. Und ich werde jetzt erstmal ein bisschen Kohle machen. Das war ja hier, wie heißt es? Teer. Genau, Teer war da, was da noch lief. Hier, das zeige ich mal gerade auf. Einfach durch drei. Schmeiß das direkt mal hier rein. Und dann kann das hier, wobei, nee, durch zwei. Oder, ja komm, ich schmeiß hier auch nochmal ein bisschen was rein. Ein bisschen. Ein klein bisschen was. So. Und das teile ich dann nochmal auf die zwei auf. Dann kann das hier schon mal weiter verarbeiten zu Kohle. Dann könnte ich vielleicht... Ja, wobei, hier sind noch Bretter in der Mache. Das ist gar nicht verkehrt. Aber ein klein bisschen, oder? Ein klein bisschen? Machen wir ein bisschen? Nee, komm, lassen wir es erstmal. So, genau, hier ist auch ein bisschen Eisen drin. Das waren auch ungefähr zwei Stacks. Da ist auch schon mal ein bisschen was fertig. Ja, wird langsam eng hier drin, ne? Wird langsam alles ein bisschen eng, der... Das so, das hier nehme ich mal wieder raus. Und die Kohle oben drauf, so. Genau, nee, komm, machen wir so. So, ich weiß gar nicht, wofür ich das gebraucht habe. Und ansonsten kann das jetzt erstmal weiter verarbeiten. Wir brauchen... Oder soll ich erstmal Kupfer machen? Das ist jetzt noch eine halbe Stunde in der Warteschlange. Das dauert immer 10 Minuten. 4 Minuten, ja, einen Großteil hat er ja schon geschafft. Ich guck mal gerade hier rein. Ich brauche auf jeden Fall... hier. Ich brauche auf jeden Fall noch ein paar geteerte Dächer. Genau hier. Und da brauche ich Teer. Da brauche ich ganz, ganz viel Teer. Schön, wie das hier leuchtet. Ich habe mir eben so gedacht, wenn es zwei Dinge gibt, die ich mir noch wünschen könnte. Das eine wäre, wenn man so Sprungstiefel hätte, mit dem man, ja, ich weiß nicht, so hoch springen könnte, dass man schön losfliegen kann. Ungefähr so hoch wie die Scheune. Und das andere wäre, wenn man eine Möglichkeit hätte, dann das mit dem wieder hochfliegen, so weit hoch zu skillen, dass man einfach, hoppala, dass man einfach über die ganze Karte fliegen könnte. Das wäre schon ziemlich geil, aber so Endgame-mäßig dann. So, du machst jetzt erstmal schön Teer. Genau. So. Dann, wobei, bevor wir jetzt hier weitermachen, gucke ich mal ganz kurz hier. Hast du noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Tische und sowas. Ja, da brauche ich zwar Holzbretter, aber die habe ich. Das wäre also machbar.
Ich glaube, so Nachttische mache ich tatsächlich. Dann mache ich hiervon aber die Hälfte auch nochmal rein. Du kannst machen, du machst noch ordentlich und du auch, ne? Ne, du bist durch. So, dann haben wir immer noch ein bisschen Holz. Dann hole ich hier schon mal ein bisschen was. Und die vier da, komm. Oh. So. Ich muss noch ganz kurz was gucken. Ah, okay. Jetzt geht's wieder. So, wir brauchen also zwei Nachttische am besten. Wo sind sie? Hier. So, einen nehme ich mal mit. Bänke wären eigentlich auch ganz nice. Ja, Eisenbank weiß ich nicht. Davon nehme ich mal zwei mit. Badezimmer. Hier brauchen wir auf jeden Fall die Bronze für. Ah, so eine Badewanne muss aber auf jeden Fall drin sein. Steindusche, alles muss drin sein hier. Die letzten vier Sachen. Lichtquellen, da brauchen wir auch wieder Eisen. Deswegen machen wir Eisen. Schleim können wir sowieso en masse machen. Hier sind noch die Banner. Diverses, ja. Okay. Fenster. Hier sind die Schränke. Hier, Regale. Genau. Da machen wir auch jemals zwei von... primitiver Holzschrank. Wo waren das jetzt? Nee, nicht. Doch. Hier, den müsste ich theoretisch machen. Irgendwie habe ich da Lust zu. Ich mache da jetzt einen. Komm. Oh, ich brauche Papier. Verdammt. Wie kriege ich denn Papier? Holzhammer brauchen wir jetzt nicht. Hiervon wollte ich noch eine machen, da brauche ich auch die Bronze. Den bin ich halt am überlegen, dann ans Ende des Tisches zu stellen. Und ansonsten haben wir, glaube ich, erstmal alles, was wir so mitnehmen können. Genau. Ich habe eben auch kurz überlegt, ob ich einen Brennofen noch mache, aber nee, komm, lass mal. So, wie sieht's denn hier aus? War hier noch irgendwas? Und das ist auch einfach nur diese primitiven Sachen. Ja, genau. Die ist halt schon cool, muss ich sagen. Ja, okay, nee, das sind einfach nur die ganz primitiven Sachen. Dann springen wir mal ganz schnell rüber. Hier, genau. Flupp. Da gehen wir erstmal in den Turm, würde ich sagen. Oh, das war wieder sehr hoch, aber wir kommen oben rein. Achso, ich kann ja auch eine Runde schlafen gehen gerade. Tür und noch eine Tür. So. Ja, erstmal schlafen, komm. Dann wird schnell wieder hell, dann sehen wir auch was. So, also. Einmal der Nachttisch. Das ist wie dafür gemacht irgendwie. Ich finde das ziemlich nice gerade. Diese Ecke hier. Davon habe ich zwei. So. Darauf könnte ich vielleicht eine Kerze stellen. Das würde mir echt gut gefallen. Uäh. Und ansonsten, hier würde ich gerne irgendwie so einen Sessel hinmachen. Muss ich mal gucken. Ansonsten werde ich hier den Schrank hinstellen, glaube ich. Hier so ein kleiner Abschluss. Oder soll ich hier doch zumachen? Nee, ich mache hier so einen Schrank hin. Die zwei Bänke sind für außen. Den Tisch wollte ich hier noch hinstellen. Den stelle ich jetzt einfach hier so hin. Genau, muss ja nicht gerade stehen. Wollen wir hier so ein bisschen in die Ecke reinstellen. Ein bisschen weiter hier rüber. Denn ich habe hier oben, da habe ich noch ein paar Stühle. Dann kann ich die hier nämlich auch ein bisschen verwerten. So. Das war ein kleiner Tisch, aber dann kann man Kartenspiel machen. Dann habe ich noch ein Regal. Zwei Stück habe ich davon. Ja, hier muss ich mal gucken. Hier müsste ich vielleicht sowas wie ein Lager oder sowas machen. Ich weiß noch nicht. Ist aber auch nicht gut für so ein Regal eigentlich, diese Form gerade. Dann mache ich das da hin. Mache ich hier noch ein Regal rein ins Schlafzimmer? Müsste ich eigentlich, ne? Kann ich da auch noch eine Kerze draufstellen.
So, da habe ich so einen kleinen Nachttisch auch generell nochmal mitgenommen. Dann, den kann ich dann auch irgendwo, weiß ich nicht, vielleicht hier noch irgendwie hinstellen oder so. Und das hier kommt dann noch in das Haupthaus. So, einfach ein bisschen dekorativ einrichten. Hier noch eine Bank hin. Die andere würde ich dann hier hin machen. Das ist Holz. Das ist Holz, weil ich das wegmachen muss. Moment. du musst mal bitte Einserblock machen. Ich müsste hier eigentlich noch irgendwas mit Pflanzen machen, wenn das geht. Ich weiß es gar nicht, ob das möglich wäre gerade noch. Du bist im Einrastmodus, das machst du bitte wieder nicht. Genau, so. Und du kommst dann hier schön vor die Wand. Ja, passt so. Leichter Abstand drin ist auch okay. Ich habe hier noch einen. Ich habe ja noch mehrere gemacht davon. Ich dachte, ich hätte nur drei gemacht. Hier hin. Du kommst hier hin. So. Ja, gut. Dann habe ich jetzt wieder ein paar Dachplatten. Da hatte ich die hier genommen. Dann werde ich da, glaube ich, auch oben am Turm noch mal ein bisschen weiterbauen. Das ist ja gerade so die größte Dachbaustelle, beziehungsweise die komplizierteste. Am liebsten würde ich da irgendwie auch so ein... das irgendwie rauslassen. Ich glaube, das hier hat ihn noch hochgezogen alles. Das ist immer ein bisschen gefährlich hier. Wenn du nicht aufpasst, zieht er nämlich den, Dingens. Dann holt er den Gleiter raus. Hä? Wieso geht das nicht auf, aber hinten? Weil das eigentlich eins höher steht. Wieso steht das eins höher? Weil das eins weiter rein geht. Das geht eins weiter rein. Steht aber nicht eins höher. Warum? Ich verstehe es gerade nicht. Ich übersehe irgendwas. Na gut, ich werde mich mal hier mit dem Dach beschäftigen und dann hole ich euch gleich wieder dazu, wo wir denn stehen. Tada! Wir haben eine kleine Spitze und ja... Da war tatsächlich noch ein Baufehler drin, hier auf der Seite. Das ist ganz schön schwierig gewesen. Aber es sieht jetzt soweit gut aus. Jetzt heißt es erstmal einen kleinen Eindruck von da drüben gewinnen. Das Dach sieht doch bestimmt ganz schön aus. So, hat seine Kanten drin. Ist natürlich ein bisschen eckiger. Ist mir aber auch ehrlich gesagt egal. Macht es ein bisschen eigen, wie ich finde. Und ja, ich finde, es geht voll klar. Ich finde, es geht voll klar, aber ich komme hier nicht mehr auf. Nicht mehr hoch. Super. Schnellreise. So. Ach ja, ich habe oben dann am Ende auch nochmal mit dem Raster gearbeitet. Ja. Ist dann schon ein bisschen angenehmer, wenn das dann in die Zusammenführung geht. Da kann man das auf jeden Fall gut machen. So, jetzt haben wir hier natürlich auch noch ein Dach. Das müssen wir auch noch irgendwie fertig machen. Da würde ich aber, glaube ich, auch mit dem Raster ran. So, und da müssen wir auch sowieso noch gucken. So, jetzt habe ich hier diesen kleinen Spalt dazwischen. Da könnte man eigentlich... Ich kann überlegen, ob wir die Form nicht einfach fortsetzen. Ob ich das Ding nicht einfach ein bisschen breiter mache und dann haben wir hier nicht so einen Hickhack damit. Ist vielleicht besser. So, hier sind die großen Dächer. Ja, müssen wir mal gucken. Da müssen wir mal nachgucken. So, hier mache ich wieder Raster. Genau, dann geht das auch wieder wunderbar. Genauso wie hier. Nee, Moment. Hier brauche ich die hier. Weil ich das wahrscheinlich gar nicht mehr so brauche. Jetzt muss ich mal gerade gucken. So, da brauche ich das in der Ecke. Ah ja, da war es doch. Wunderbar. Müsste so passen. So, und dann ziehen wir nämlich das Dach hier schnell auch noch gerade ein bisschen nach. Soweit wir können. Und das war's.
Oh, da ist ein bisschen Überhang drin. Aber das wird wahrscheinlich genau hier dann zusammenführen. Da fehlt also nicht mehr viel. So. Okay. Nee, ich bin aber froh, dass das Ding hier steht. Wir müssen jetzt nur noch dafür sorgen, dass wir natürlich da die Abdichtungen machen. Aber auch das kriegen wir hin. Das können wir vielleicht sogar auch schnell jetzt noch machen. Lass mal gerade schauen. Das geht doch bestimmt ganz schnell. Zur Not muss ich noch mal kurz aufs Dach. Was war das? Warum ist da ein neues... Das hat mich gerade ehrlich gesagt ein bisschen schockiert, dass auf einmal Licht jetzt mal. Muss ja nur abschließen, von daher. Auch noch rein. Bis das erste... Ja, bis das öfter... Genau, bis das erste auf den Dreiern da. Dann passt das. Ein bisschen weiter weg, bitte. Da sehe ich nur gerade... Ich werde aber auf jeden Fall nochmal aufs Dach müssen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also die Musik, die da gerade so läuft im Hintergrund, ne, die erinnert mich ganz stark irgendwie an State of Decay. Ich finde die super angenehm. Die erinnert mich ganz stark daran. Hatte ich im Winter wieder endlos lange Sessions drin. So. Dann wollen wir nochmal gucken, dass hier alles übersteht. Zack, zack. Aufräumarbeiten auf dem Dach. Aber das schneide ich mal ganz kurz raus. Okay. Ist rausgeschnitten und rausgeschnitten. Aber hier sieht man halt noch ein bisschen was. Aber ehrlich gesagt, das ist mir jetzt egal. Also ich habe es lieber hier drin abgeschlossen, als dass da oben so ein kleiner, so eine kleine Ecke nicht zu sehen ist. Genau. Es ist seltsam mit dem Licht. Aber egal, jetzt hat es sich gerade wieder gefangen. Sieht aber auch von innen drin, muss ich sagen, sehr interessant aus, das Dach. Hat da irgendwie was. Gefällt mir. So, ansonsten, jetzt habe ich noch 4 Dächer. Ich habe auch sonst gerade keine Materialien mehr, die wir irgendwie gebrauchen können. Hier würde ich in das Lager ganz gerne irgendwie Fässer und sowas stellen. Da müssen wir auch mal schauen. Wobei der Turm eigentlich auch gar nicht so verkehrt wäre für Werkbänke und sowas. Wenn wir das vielleicht doch noch umziehen, das würde ich ja sowieso rausschneiden, dann könnten wir da tatsächlich die ganzen Werkbänke hinstellen. Tatsächlich ist das wieder für gemacht. Aber wir müssen jetzt gerade mal hier gucken. Du hast 50 Eisen, aber keine Kohle mehr. Dann machen wir folgendes. Du machst jetzt Kupferbarren. Du brauchst Kohle, du kriegst Kohle. Stapel teilen, dann machst du auch danach nochmal weiter. Und du halt genauso. Stapel teilen und dann weiter. Zack, zack. Dann hast du Kohle. Und danach muss ich dann den Kram hier rüberbringen. So, und nochmal so. Mann, das ist ganz schön voll hier. Aber die kann ich rausnehmen, die Eisenbarren. Ich bin auch froh, dass wir hier auch noch Eisen übrig haben. Und genau, dann kann das jetzt weiter verarbeiten. Okay, schmeiße ich einfach hier mit rein. Eigentlich kann ich das auch mal mit rein tun. Ja, das sind eigentlich auch nur noch Baublöcke. So. Ich hatte übrigens gesehen, dass ihr anscheinend echt gerne diese Baufolgen seht und generell da auch mal am Rande, wenn euch das wirklich sehr gefallen sollte, dass wir so zwischenzeitlich mal so Baufolgen machen. Ich mache das ja meistens eher so nebenbei oder schieb's dann nach hinten. Dann lasst mich das gerne wissen, gebt mir gerne Feedback, dann können wir sowas nämlich hier und da zwischendrin auch mal öfter einbauen. Genau. So, jetzt, hier hatte ich gesagt, ne, so fest, genau sowas, sowas in die Richtung habe ich gedacht. Ich mache jetzt einfach mal ein paar. Dann können wir die schon mal da hinstellen. Dann haben wir da schon mal ein bisschen was. Ach genau, dann muss ich die Raumaufteilung noch machen. Da muss ich auch mal schauen. Genauso wie diese Kisten hier. Beziehungsweise diese. Ich
Ja, dann machen wir Folgendes. Hier ist doch überall... Ah, hier ist überall noch Kram drin. Verdammt. Aber ich glaube, die Sachen werde ich dann einfach rüberbringen. Hier dürfte nichts mehr drin sein. Nee, genau. Das werde ich nämlich einfach mal aufnehmen. Und dann bringen wir die Sachen halt rüber. Da habe ich gerade überlegen. Na, komm, darf ich? Hallo? Lass mich machen. Ah, so geht's. Das nehmen wir auch schon mal mit. Ansonsten, die Schmiede hat wahrscheinlich noch Material, genau. Aber auch die nehme ich mit. Ja, komm. Ach, da ist nicht mehr so viel Platz. Dann einfach hier rein. Wofür brauche ich eigentlich Harz? Das habe ich mich die ganze Zeit schon gefragt. Ich habe jetzt so viel Harz, aber wofür? So. Gut, dann gehen wir nochmal ganz schnell rüber. Dahin, genau, Stufe 4. Dann machen wir das jetzt wirklich. Wir ziehen den ganzen Kram rüber. Aber generell bin ich auch so am Überlegen. Die Baufolgen sind ja sehr, sehr lang. Wir sind auch schon sehr, sehr fortgeschritten mit diesem Gebäude. Und ich glaube, wir werden... zumindest will ich das versuchen, dann so bis zu 60 zu machen. Dass wir so 60 Folgen haben. Das Fass ist ein bisschen größer, als ich dachte. Ach du Heilige. Ja, okay, aber... Was soll's? Kann man da denn irgendwas mitmachen? Nee, das ist wirklich nur dekorativ. Dann sind das unsere Weinfässer für die Weinabende. Achso, das war's. Ich habe 4 gebaut. Dann haben wir hier... Das können wir dann vielleicht hier hin machen. Vielleicht hier vors Fenster so, oder? Wobei, nee, das ist eher so, ne? Die Schmiede... Das wäre eigentlich perfekt für einen Kamin, weil genau darüber nämlich auch gerade die Feuerstelle ist. Und da habe ich hier ran gedacht, aber das passt leider nicht. Dann komm mal her, du. Ja, und dann mache ich das hier. Das ist ja wieder für gemacht eigentlich. Dann ist das auch hier vom Fenster. Stellt es ein bisschen weiter nach rechts extra, dann ist das nicht so perfekt symmetrisch. Genau, dann machen wir hier so die Werkstätte hin. Hier unten kommt dann das Lager hin. Da haben wir ja schon unser, in Anführungszeichen, Wein. Wobei, vielleicht kann ich den auch... Nee. Aber ich finde diese Ecke hier ganz schön. Hier kommt richtig schön das Sonnenlicht rein, das verteilt sich schön. Also beleuchtungstechnisch ist das eigentlich schon ziemlich nice, wenn es halt eben, ne, wie mit dem Dach das nicht ist. Ist schon ziemlich nice. Ich muss mal ganz kurz eine Sache nachgucken. Ah, verdammt, ich kann es hier gar nicht nachgucken. Ich wollte nämlich mal nochmal schauen, ob das Spiel RTX hatte. Ich weiß es nämlich gerade gar nicht mehr. Aber ich habe die nicht so hochgestellt, glaube ich. Die Sachen. Mit den ganzen Effekten und Co. Ach, schön, das wird ein schönes Ding. Ach, verdammt, ich wollte doch Raumaufteilung gucken. Ja, machen wir jetzt. Guten Tag. Ja, und hier müssen wir auch sowieso gucken. Leuchtbewuchs braucht das. Ach du Kacke. Achso, das sind aber diese Leuchtsteine einfach, ne? Die sind hier ums Eck. Wer hatte denn hier... Leuchtstab. Schleim, hier. Ach, da brauche ich Erde für. Ja, okay. Erde kriegen wir. Habe ich hier teilweise am Mast drin. Das sollte locker reichen. Ja, komm. Das sollte locker reichen. Jetzt mache ich mal eine dicke Portion Schleim. Ja. Reicht auf jeden Fall für das, was wir da machen können. Brauche ich auf jeden Fall noch Miasma-Flüssigkeit dann. Wie viel Schleim brauche ich denn pro Lampe? Das waren 2, glaube ich, ne? Lichtquellen. 4! Ach, du Kacke. Wobei, ist auch ein Kronleuchter.
Ah, die finde ich auch schon schick, muss ich sagen, ne? Das mit den Kerzen. Ich mache mal zwei davon. Ich würde da, glaube ich, eher weniger rausgehen. Ich glaube, wir gehen eher so auf Kerzen. Tatsächlich, weil das passt, glaube ich, besser generell zu dem, was wir so bauen. Aber mal gucken. Wobei, ja, okay, die sieht schon nice aus. Gehen wir erstmal gerade rüber, schlafen eine Runde. Wobei, ich kann ja schon mal wieder was mitnehmen. Was plündern wir denn? Hier, du kommst auch erst auf jeden Fall mal mit. Schmiedewerkzeuge. Das ist nicht von mir, ne? Ja, Werkbank kann ich auch einfach eine neue bauen. Dann, die kostet ja nichts. So, die Stufe 4 zu Hause. Was natürlich nice wäre, wenn es da in den Süden noch weitergeht. Ansonsten ist das jetzt eine sehr, ja, ländliche Hauptbasis. Aber es passt. Das sieht schon mächtig aus, das Gebäude. Das denke ich mir jetzt schon zum dritten Mal, wo wir hier sind. Wir gehen erstmal schlafen. Dann wird es wieder hell. Und dann können wir hier wieder setzen. So, gut. Gute Nacht. Ach ja, und wie gesagt, Teppiche, ne? Teppiche wären hier perfekt. 34 Minuten, wir sind Level 24. Hey, wir sind ja schon ganz schön weit oben. Das sieht ja schon fantastisch aus. Jetzt interessiert mich mal gerade was, ob das was bringt. Wobei das echt dunkel ist, ne? Halt nur ganz da oben liegt. Aber das lassen wir mal so. Hat ja auch was. Kommen wir erstmal hierzu. So, diese ganzen Sachen. Die würde ich hier so hinstellen. Wobei. Das machen wir mal. Hier rein. Hier ist nochmal ein bisschen Werkzeug. Kann ich wunderbar davor stellen. Und dann haben wir hier noch irgendwo. Wo ist es denn? Hier. Genau. Ich denke, das ist okay so. Das kriegst du, du getrocknetes Fell. Jo. Und du hattest dann die Beeren und das Fell noch, ne? Ja, die Lampe sieht schon nice aus. Kann ich nicht anders sagen. Wahrscheinlich bauen wir sie doch. Aber dann brauche ich da auf jeden Fall auch wieder ganz schön viel Material. Die hier würde ich nur gerne hier irgendwie hinhängen. Vielleicht doch zweimal. Vielleicht hängen wir die auch zweimal hier hin. So. Wobei. Ich hänge den kleinen bisschen weiter nach hinten. Die hängt mir da doch ein bisschen zu sehr. Am Rand. Eigentlich wäre genau über mir jetzt mittig. Bisschen rechts. Ein bisschen links. So. Ungefähr so ist mittig. Hängt auch nicht ganz so am Rand und ist in der Mitte vom Tisch. Okay, jetzt geht's weiter. Wir brauchen ein paar Raumabtrennungen. Hier, das wird auf jeden Fall das Badezimmer, würde ich sagen. Im Berg ist dann auch mehr als genug Platz für Rohre. Achso, und ich brauche dann hier. Achso, ist wieder auf Einrasten. Ist aber okay. Dann mache ich... Nee, gar nicht wahr. Ich brauche genau das andersrum. Dann mache ich das aber erweitert. Ich will nämlich das Holz noch abdecken. Ich frage mich gerade, ob das vielleicht auch ganz nice aussieht, wenn ich das hier nochmal da drunter setze. Hat schon was, gerade fürs Bad, finde ich. Oder? Hat doch was, oder? Am besten wäre es noch, wenn hier Wasser rauskommt und hier hast du ein riesengroßes Becken. Das wäre super nice. Okay, das hätten wir.
Ich habe ja noch ein paar Türen, das ist das Schöne. Die können wir nämlich direkt nutzen. Und hier machen wir vielleicht auch noch einen weiteren Raum. Ja, genau. Wir machen hier noch einen weiteren Raum. Ich habe da direkt schon Ideen. Lass mich nur gerade gucken. Hier ist das Fenster. Okay. Beziehungsweise, jetzt habe ich gerade noch eine Idee bekommen. Das ist nicht gut. So. Sieht jetzt natürlich erstmal kacke aus, aber was ist denn, wenn wir einfach sagen, wir gehen jetzt hier hin. Ich muss mal ganz kurz gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hatte ich hier auch, ne? Ja. Ja, dann passt das eigentlich auch schon so. Wir machen jetzt hier einfach so einen Bogen rein. Und dann ist hier nämlich nicht einfach nur irgend so ein langweiliger Flur, sondern hier kommt dann eine Küche rein. Hier wäre es auch ganz nice, wenn man die Blöcke markieren könnte irgendwie. So, dann mache ich hier aber noch eins höher. So, haben wir einen schönen kleinen Bogen hier drin. Vielleicht mache ich hier noch einen hin, oder? Nee, nee. Da stößt man sich den kleinen Zeh. Das kommt nicht in Frage. Okay, genau. Dann haben wir hier wunderschöne Ecken für die Küche. So. Dann brauche ich hier auch erstmal nur eine Tür. Dann kommt nämlich hier die Badezimmertür rein. Dann geht es hier nach oben. Hier. Machen wir hier eine Raumaufteilung. Machen wir hier so eine Art Wohnzimmer hin. Würde ich schon sagen. Allerdings kommt dann wahrscheinlich die Wand hier rüber. Ja, ich mach das jetzt einfach mal. Ich baue das jetzt einfach mal. Und wir kämen theoretisch hier raus. Das wäre nicht gut. Das wäre tatsächlich gar nicht gut. Könnte ich aber theoretisch aber schon machen so, ne? So eine Schrägwand wäre natürlich auch was. Ich bin gerade überlegen, wie ich das am besten löse, das Problem. Mache ich hier? Nee, da ist mir das zu klein, um ehrlich zu sein. Dann ist mir das zu klein, aber dann ist mir dieser Raum hier zu klein. Lass mal gerade was schauen. Kann man Türen denn halbwegs drehen? Nee, das geht wirklich nur 90 Grad. Das heißt, die Wahl haben wir schon mal nicht. Ach, brauche ich doch gar nicht. So. Das heißt, die Wahl haben wir schon mal nicht. Ich muss also irgendwie hier eine Gerade reinbekommen. Ja, okay. Ich glaube, ich hab's. Ich glaube, ich hab's. Mach einfach von der Wand ausgehend. Einfach von der Wand ausgehend machen wir dann hier dicht. Wobei das hier natürlich irgendwie ein bisschen blöd ist. Das finde ich auch wiederum nicht gut jetzt. Ach, das ist doch alles schwierig. Oh ne, das gefällt mir nicht. Ach Mann, mies. Das hätte es jetzt sein können, aber das gefällt mir nicht. Das sagt mir gar nicht zu. Okay, ich lasse mir mal gerade was einfallen. Gerade mal überlegen. Ja, ich denke, so werden wir das machen. Dann haben wir hier wunderbar Platz, um hier rüber zu gehen. Dann ist das nicht so eine abgegrenzte Ecke. Und was ich irgendwie ganz schön finde, ist, hier sind wir dann schon halb im Wohnzimmer drin. Und dann haben wir hier noch so eine schöne kleine Ecke, wo wir auch noch irgendwie schöne Sachen machen können. Das spricht mich tatsächlich gerade am meisten an. Einfach so ein Kompromiss aus beidem. Jetzt muss ich nur mal gucken. Wir brauchen hier natürlich dann auch
Wahrscheinlich muss ich da einfach nochmal aufs Dach springen. Dann ziehe ich hier eine Wand durch. Aber hier kommt ja nichts mehr oben drauf. Zumindest ist das jetzt gerade geplant, dass hier nichts mehr oben drauf kommt. Oh, Material ist leer. Schon wieder, Stein. Okay, hätte ich nicht gedacht, dass wir da nochmal drauf stoßen, aber okay. Da ist es. So. Ich mich nur frage. Ich mach das vielleicht doch nochmal ganz kurz weg. Ich frage mich nämlich gerade. Hoppa, hey. Na komm schon. Hat doch gerade funktioniert. Ah, jetzt. Super. So. Wenn ich das wegmache. Und dann dafür das hier nehmen. Dann schließt das dann besser ab. Also so schließt er nicht ab. Das müsste auf jeden Fall eins weiter hoch. Das müsste auf jeden Fall eins rein. Macht ja im Endeffekt keinen Unterschied. Wenn ich das so baue. Jetzt interessiert mich das halt nur von außen. Super. Oh, das wird schon langsam besser und besser, wie ich finde. Das war halt vorher ein riesengroßer Raum und oben auch nochmal ein riesengroßer Raum. Mit nichts drin. Okay, ich versuche es mal gerade hochzukommen. Das ist ja schwierig mittlerweile. Oder einen Versuch machen wir gerade noch gemeinsam. Nämlich von hier. Ich glaube, das war die Wand. Ich glaube, das ist nicht so 100%. Ja, genau. Weil hier bei der Treppe habe ich es nämlich gerade auch gesehen. Hier ist nämlich die Wand von hier, glaube ich. Genau. Gut, ja, dann muss ich jetzt nochmal ein bisschen Stein besorgen. Na gut, ich habe jetzt nochmal ein bisschen Stein besorgt und nochmal so ein paar andere Werkbänke. Ich habe probiert, das aus der Küche mitzunehmen. Das ist leider zerbrochen, dieses, da wo die Töpfe drauf standen. Das war ja vorher schon drin. Aber ich habe hier das Feuer am Start. Das werde ich jetzt einfach mal hier hin machen. Müssen wir später gucken. Genauso wie die Sachen hier. Das hier sieht so am meisten eigentlich nach Küche aus, wie ich finde. Obwohl das eigentlich, ne, Labor ist. Das mache ich dann hier auf die Ecke. Das ist für Gewürze. Das ist unser Gewürzlabor, sage ich jetzt einfach mal. Ich weiß noch nicht mehr, was ich wo drin hatte. Ich glaube, hier hatte ich das alles drin. Genau, dann habe ich hier das dabei, beziehungsweise auch den hier noch. Hoppala, den hier noch. Und der kommt dann hier hin, unser Pizzaofen. So. Und das kommt nach oben und dann machen wir gleich noch die Decke fertig. Also nicht die Decke, sondern Mist, Decke wollte ich gucken. Aber ja. Ich mache die hier noch dazwischen. Eigentlich gehört das hier mit dazu. So. Ich finde das auch schön. Also ich glaube, so auf dem Haufen hatten wir unsere Werkbänke bis jetzt noch gar nicht. Genau. Hier. Da gucken wir gerade mal nach. Da brauchen wir... Ja, das muss ja auch bis rein, hatte ich gesagt. So, und dann eins hoch. Zack. Zack. Da muss ich sowieso nochmal ran, weil da kommt ja noch ein Dach drauf. Aber dann haben wir es bis hierhin schon mal. So. Und das eine da lasse ich jetzt noch weg. Da kann ich nämlich die ganze Zeit drauf springen. Kann ich da nochmal ein bisschen nachjustieren. Da vorne müsste ich noch ziehen. Ich weiß gar nicht, komme ich hier... Ja, wunderbar. Mach mal geradeaus. So, hier müsste ich eigentlich auf jeden Fall noch Wände ziehen. Das wird aber auch alles andere als leicht. Ich bin sogar am überlegen, ob ich nicht... Brauche ich das einzeln? Also bis hierhin kann ich das auf jeden Fall machen. Das mache ich auch hier schon mal, dann haben wir das schon mal weg. Hier mache ich dann die hier schon mal dahin. Ich will jetzt hier nicht runterfallen. Genau, das mache ich jetzt ganz einfach so und werde das am Ende ausschneiden. Das, was ich nicht brauche.
Und hier kommt dann noch die Wand hin. Ja, ein Fenster brauchen wir auf keinen Fall. Wieso bist du so nah? Wieso kann ich das nicht so weit runtersetzen? Das ist irgendwie kacke jetzt. Oder ist das da schon drauf? Nee, im Leben nicht. Das ist viel zu hoch. Ja, wie mache ich denn das dann? Kommt das da genug ran? Damit kann ich es machen. Jo. Zumindest bis hierhin. Ja, mache ich das doch so. Das ist ganz schön Fummelarbeit gerade, muss ich sagen. Aber irgendwie klappt es doch. Ja, wunderbar. Da sind wir schon mal ein ganzes Stück besser dran. Auf jeden Fall werde ich hier auch noch was dran setzen müssen. Genauso wie da sicherlich auch. So. Okay. Sieht doch sehr schön aus. Dann muss ich jetzt nochmal Miasma-Zeug besorgen gehen. Deswegen fliege ich direkt mal los. Ich mache aber wieder, glaube ich, einen kleinen Cut. Ich werde nämlich hier, wie heißt das, Miasma-Flüssigkeit besorgen. Jetzt muss ich nochmal gerade schauen. Ist da der Tod da unten oder was wartet hier auf uns? Oh, zu spät. Jetzt muss ich es zwangsläufig herausfinden. Was ist denn hier? Das sieht so interessant aus. Hier baue ich mir eine Basis hin. Achso, da war ja was. Hä? Ah. Was kam hier raus? Auch, ne? Da kommt aber so wenig raus. Und da unten ist ziemlich sicher der Tod. Können wir gleich mal kurz noch gemeinsam entdecken. Ich werde aber nicht runterspringen, sondern ich suche nur einen Ausweg. Ja. Sauber. Hat gerade so geklappt. Wunderbar. Ja, dann werde ich mal ein bisschen was besorgen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich mache mich jetzt zum nächsten Punkt. Das zeige ich gleich. Aber, was ich vorhin meinte mit diesem Sprungschuh, ne? Wenn ich jetzt hier raus will, ich mache die ganze Zeit diesen Flug und hoffe, dass ich halt nochmal hochfliegen kann. Aber ja, ich bin dann zwar ein klein bisschen schneller, aber hochfliegen, dazu reicht es meistens leider nicht, außer jetzt. Und dann kommst du halt super weit, ne? Und dann bist du auch schon quasi wieder draußen. Genau. Deswegen finde ich es ganz nice, wenn es so Sprungstiefel gibt, die dich nach oben katapultieren. So, dann gehen wir mal gerade zum nächsten, was wir brauchen. Da sind wir. Vielleicht erinnert man sich noch. Da haben wir nämlich unsere jetzige Basis durch erreicht. Oh, hier ist Kupfer drin. Glaube ich. Ich glaube, das war Kupfer. So, und genau das hier brauchen wir. Leuchtbewuchs. Da kommt aber echt wenig raus gerade, habe ich das Gefühl. Gar nicht mehr als vorher. Scheint mir nicht mehr zu sein als vorher. Aber gut. Ja, da, hier werde ich mal jetzt gerade noch schnell fleißig abbauen. Und dann machen wir nochmal ein paar Lampen. Okay, kam leider nicht ganz so viel raus, das Ding ist aber komplett weg und wir machen jetzt nochmal ein bisschen Schleim hier. Mal gucken, wie viel wir jetzt machen können. Schleim, hier. Ja. Das mache ich noch weg. So, dann gehe ich mal ganz kurz zum Lampenmeister. Hallo? Lichtquellen. So. Da brauchen wir überall Kohle für. Ich werde aber, glaube ich, dann auch die hier machen. Weil wir die schön an die Wände hängen können. Moment. Bevor ich losgehe, brauche ich nur Kohle oder Lampenlichtquellen hier? Wandlaterne. Ich brauche eigentlich nur Kohle gerade. So, weißt du was? Ja, komm.
Du kannst nochmal machen. So, und damit mache ich jetzt Lampen. Lampen, Lampen, Lichtquellen. Ah, schön. Es ging auf jeden Fall was runter. Oh, sehe ich gerade erst. Plus 5 Komfort. Krass. Okay, weiter geht's. Stühle. Den kann ich bald machen. Ich brauche noch... Brauche ich sonst noch was? Nee, ich brauche nur noch 2 Polsterungen. Ich will 2 davon bauen. Den einen will ich nämlich bei mir hochstellen. Das kann ich mal gerade mitnehmen. Dann kann ich auch das mitnehmen. So, gehen wir mal gerade schnell rüber. Schnellreise. Schnelle Schnellreise. Oh, das mit den Kisten wird auch noch ein Spaß. Das wird auch ein Spaß. Aber gut, da sind wir. Home sweet home. So. Ja, ganz ehrlich, den Mörser hier, den 18 Lappen habe ich. Den Mörser würde ich tatsächlich in der Küche sehen. Da ist er. Oder den Schleifstein. Den sehe ich eher in der Küche hier. Wo ich nichts sehe. Da kommt er hin. Hatte ich da noch was drin? Nee, ne? So, kommen wir mal kurz zu den Lampen. Machen wir erstmal hier eine hin. Vielleicht draußen auch noch. Machen wir mal hier so ein bisschen an den Fenstern. Achso, das war's von denen. Von dem Stack. Ja, komm. Scheiß drauf. Ist trotzdem saudunkel, muss ich sagen. Ja, die sind richtig. Oh, ich sehe wieder nichts. Jetzt habe ich nur noch 3 Stück, ne? Oder? Ach du Kacke. Mir reichen nur noch 4 hier. Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar. Aber wir haben auf jeden Fall auch schon einen Großteil davon geschafft. So, wo war ich denn stehen geblieben? Ich muss ja nochmal langsam zurück. Aber guck mal, ja, es macht auf jeden Fall, finde ich, es macht einen guten Eindruck, das Gebäude. Es wird besser und besser. Jetzt müssen wir nochmal, wie gesagt, kurz zurück. So, da habe ich mal kurz einen Cut gemacht, weil der nämlich ganz gerne ein bisschen länger lädt. Ja, Leuchtbewuchs muss ich dann nochmal schauen. Da brauchen wir auf jeden Fall noch was von. Aber in Wirklichkeit wollte ich gar nicht zu dir, sondern ich wollte mal kurz... Ach, ich liebe das zu fliegen. Ich wollte hier hin. Du hast noch einmal Teer gemacht? Du brauchst 30 pro, das heißt 60. Jetzt habe ich Mist gebaut. Verdammt. Ha. Machst du noch 2-mal. So, das kann ich aber jetzt auch das Holz gebrauchen. Denn dann machen wir direkt nochmal eine Ladung geteert. So, damit kann man wieder ein bisschen arbeiten zumindest. Nur ein klein bisschen. Gut, jo, ansonsten habe ich davon noch ein bisschen was. Ich habe davon noch ein bisschen was. Was brauchen wir denn sonst noch mal für die Lampen? Was war das jetzt? Lichtquellen. Eigentlich ist es nur noch Leuchtbewuchs. Mehr brauche ich da nicht. Leuchtbewuchs. Achso, hier wollte ich auch noch mal gucken. Geheimtüren, da brauchte ich jetzt Papier. Ja, muss ich auch mal in Ruhe gucken nochmal.
Wie? Ah, ich wollte schon sagen. Nehmen wir auch mal mit. Machen wir dann draußen hin oder so. Hä? Keine Kohle mehr? Ach, keine Kupferbahn. Ach, krass. Bronze, Bronze. Das brauchen wir fürs Bad. Dann geht's jetzt vielleicht auch schon ans Bad. Wo steht denn hier Bad? Diverses. Nein, Banner. Wo ist denn das Bad? Wo ist es? Badezimmer, hier. Hä? Wie? Ach, verdammt. Ich hole dich kurz rüber. Musste ich den in Anführungszeichen abbauen und dann rübersetzen? Nee, wo waren das jetzt? Jetzt ist hier, das ist schon wieder so lange her, dass ich das Ding gebraucht habe. Ich glaube hier vorne, ne? In der ursprünglichen Kiste. Nee, doch, doch, da ist es. Achso, okay. Ich brauche das gar nicht machen. Also den nicht abbauen. Ich kann direkt rübergehen. So, ja, hier muss ich hin. Und dann machen wir das mal gerade. So, guten Tag. Also ehrlich gesagt, der hier, der muss hier hin. Also nicht vorne hin, aber der muss hier mit in die Halle rein, irgendwie. Ich brauche hier noch ein paar Lichter, aber das geht sonst grundlegend. Oh Gott. Hier, das ist das Lager. Hier, das ist dann die Verarbeitungsstätte. Und hier hätte ich auch gerne dann... Ach, Quatsch. Hier hätte ich dann ganz gerne den Schreiner. Die Jägerin fehlt noch und das war's. Oh, da habe ich eine geile Idee irgendwie. Ich mach die hier draußen hin. Die ist am Wachen und sucht sich ihre Beute. Deswegen steht die hier oben. Und es ist ein bisschen dunkel. Legen wir uns mal ganz kurz hin. Ja, cool. Wir sind bei 29. Oh, das ist aber ein bisschen am Flackern mit der Wärme. Aber sonst passt das. Wir sind bei 29. Das heißt, ein ganz klein bisschen noch. Wahrscheinlich, wenn die Lampen da sind. Und dann haben wir uns überholt von der alten Basis her. Richtig nice. So, dann habe ich jetzt hier das. Ja, wo mache ich das hin? Das mache ich vielleicht auch hier hin, oder? Vielleicht hier unten sogar. Ja, komm, machen wir hier hin. Den Brunnen mache ich natürlich nicht hier rein. Der Brunnen kommt natürlich in die Küche. Wobei, in der Küche wäre so ein Brunnen eigentlich auch ganz geil, so. Ich mach den jetzt hier hin. Das ist einfach unsere Wasserquelle in der Küche. Ich meine, Wasserhahn gibt's ja nicht. Und einen Brunnen mache ich natürlich auch noch hier draußen. So, hier. Oder da oben? Vielleicht hier oben? Ich mach den hier hin, weil hier oben ist irgendwie sonst so tot. Wobei das ja auch tot ist. Ah, dann machen wir noch ein paar Bänke hin. Dann hat sich das. Hat sich das. So, jetzt ist das Haus auch bewohnt. Das ist sehr gut. Ja, finde ich schön. Finde ich schön. Gefällt mir. Wie gesagt, also Teppich. Das ist das Einzige, wo ich sage, das fehlt mir jetzt. Und dass man vielleicht diese allgemeinen Deko-Sachen nachbauen könnte. Ich weiß nicht, ob das geht. Ich habe es bis jetzt noch nicht gesehen. Aber wir gehen jetzt mal gerade hier hin. Ich wollte ja hier noch... ach Mist, jetzt habe ich die ganzen... Okay. Ich habe die ganzen Kisten jetzt nicht da. Das ist das Problem. Ich werde jetzt mal kurz ein paar schon mal herholen, glaube ich. Ich mache das mal kurz. So, lang ist's her. Ich habe jetzt bestimmt eine Stunde oder so gepackt. Also, hier draußen sind jetzt erstmal die ganzen Stationen. Sind auch soweit erstmal beleuchtet. In der alten Basis, das bleibt so ein Außenposten, da ist noch ein Licht, also noch so eine Kerze drin, wenn du den Flur hochgehst, das wir da auf dem Tisch hatten. Und die Feuerstelle neben dem Bett. Das werde ich so lassen. Das bleibt die, der Checkpoint. Hier oben sind so die Farmsachen. Das habe ich mal schön hier draufgestellt. Und hier können wir dann irgendwann mal Beete machen. Genau, da ist noch nichts. Hier drin
hat sich nochmal was verändert. Da ist eine Kiste, da ist Fernkampf drin. Hier ist sämtliches mit Speisen und, ne? Hiervon, ich hoffe, die haben wir alle. Ich habe da immer wieder welche gefunden, die ich nicht mehr auf dem Schirm hatte. Genau, hier machen wir noch eine Kerze an die Badewanne, besser gesagt. Und hier ist dann halt eben jetzt gerade so das Hauptlager. Wobei ich die hier wahrscheinlich noch verschieben sollte. Ja, ich glaube, das machen wir. Das schiebe ich raus. Genau. Ansonsten, ich weiß gar nicht, was sonst noch neu ist. Das hier hatten wir, glaube ich, gesehen. Genauso wie hier das. Und das hier machen wir gerade noch. Und dann haben wir eigentlich alles. Dann wüsste ich nicht, was sonst noch rübergebracht werden müsste. Hier, das wird rein dekorativ, der Raum. So, und das hier ist auch eine Brennstation, die stelle ich daneben. So, genau, das war's. Das sind die ganzen Sachen, die ich jetzt verschoben habe. Ich glaube, ich mache hier jetzt einfach noch, genau, das passt wunderbar noch da rein, die zwei. So, beziehungsweise den Bauch haben wir, den brauchen wir noch. Genauso wie das. Ja, ist auf jeden Fall schon mal ordentlich. Was ich die ganze Zeit überlegt hatte. Ich glaube, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich bin aber am Überlegen, ob ich den hier nicht einfach hier in die Mitte vom Turm stelle. Ich glaube, das mache ich hier hin. Irgendwie gefällt mir das besser als in der Küche. Oder halt eben, ich finde aber trotzdem, das gehört irgendwie dann in die Küche. Müsste ich dann hier irgendwie in die Ecke stellen oder so, weil das ist mir sonst ein bisschen zu klobig. Ja, ich mach das mal hier hin. Ich mach das mal gerade hier hin. So. Ja, ich muss mich auf jeden Fall damit wieder zurechtfinden. Und ansonsten ist jetzt eine ganze Menge Zeug produziert worden. Ich hoffe, der hat alles. Stauraum. So. Ein paar Sachen konnte ich auch nochmal in andere Kisten reinbringen. Das fand ich nochmal ganz angenehm. Leuchtbewuchs wird das große Ding, was wir jetzt noch brauchen. Und ansonsten hätte ich jetzt ganz gerne... Ich weiß nicht, ob das geht. Was macht der überhaupt? Achso, ja, okay. Ach komm, den mache ich noch. Ansonsten hätte ich ganz gerne tatsächlich hier die Sachen. Die kann ich machen. Unser Badezimmer. Ach, da brauche ich ja noch die Polsterung. Da war ja was. So, das Badezimmer, das haben wir unten. Müssen wir nachts durchs Haus rennen, wenn wir auf Toilette müssen. Aber ist ja okay. So, also die Badewanne würde ich schon mal hier irgendwie sehen, glaube ich. Ist gar nicht so groß, wie ich dachte. Aber passt. Ja, eine Dusche. Der Thron. Und das Waschbecken, das machen wir hier hin. Hier ist nichts. Den Eimer hatte ich für hier vorgesehen. Und die Kerze. Ich meine, hier müssen wir sowieso noch ausleuchten. Hier muss ja auch noch was rein, aber dann machen wir die entweder hier hin oder... Ich glaube, ich mache die hier hin. Das sieht ganz schön aus. Muss ja nicht immer irgendwo draufstehen. Das wäre cool, wenn man damit was machen könnte. So, das war eine ganze Menge Arbeit. Ich bin aber echt froh, dass wir jetzt umgezogen sind. Für mich steht damit aber fest, wenn wir dann die nächste Staffel starten, oder ziemlich fest, dann starten wir von hier und machen nicht alles neu. Das wäre hardcore. Aber ich wollte jetzt eine Sache noch machen. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Mist. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ja. Ich wollte gerade schon wieder Teppich erwähnen. Für euch habe ich das ja eben erst erwähnt. Warte mal. Nee, ist richtig. Was wollte ich denn jetzt? Verdammt. Was wollte ich denn? Ich wollte Dächer. Da fehlt mir gerade wirklich noch Teer. Dann kannst du hier mal gerade Teer machen. Da habe ich sogar noch Teer drin. Teer. Ach, ich habe die Holzscheiter auch weggebracht, glaube ich. Aber macht jetzt erstmal nichts. Ja, doch, macht. Nee, macht nichts. Quatsch, komm ich ja dran. Damit haben wir ein paar schon mal wieder. Dann holen wir gerade noch die Holzscheiter. Komm, tu mir die Hälfte da noch rein, dann kann ich das schon mal verarbeiten. Ach du Heilige. Level 45, was? Ach du Kacke. Wo waren wir vorher? Level 30? Level 28, glaube ich, ne? Jetzt sind wir bei 45. Achso, hier sind die alten Materialien drin. Das ist krass.
Das hätte ich nicht gedacht. Ich habe jetzt einfach eingerichtet. Ich weiß gar nicht, woher kommt das denn dann? Kommt das durch die Werkbänke, dass ich mich wohler fühle? Weil, ich meine, was... Ach gut, vielleicht die Kerzen. Die Kerzen geben ja nochmal ein bisschen was, fällt mir gerade ein. Ja, das kann ich auch mal rausnehmen. Das kannst du mal sortieren. Ja, die Lampen... Ach, die Dinge lasse ich... Verdammt. Nimm einfach, nimm. So. Wo habe ich denn mein Holz? So, einmal sortieren. Ist halt auch noch nicht so 100%, ne? Hier habe ich so gesehen, dass ich hier hauptsächlich Eisen reinmache. Beziehungsweise Metalle und Bodensachen. So in die Richtung wieder. Oh, warte mal. Nee, komm, die lasse ich da drin. Die Ziegel. Aber wo habe ich denn das Holz? Das kann ja nicht hier sein. Ich habe ja gerade Zugriff. Das muss eine dieser Truhen hier sein. Aber wo? Oder, nee, ich habe das nicht im Inventar. Das muss eine dieser Truhen sein. Ich habe es gerade nicht gesehen. Ich habe es ausgeblendet. Schuppen. Schuppen? Ach, vom Drachen. Oder was? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, gar nicht mal von diesen wüsten Kreaturen. Ich sehe das Holz nicht, ne? Ach hier, genau hier war Holz drin. Ach, da oben. Ich habe nach einer 100 gesucht. Ich glaube, das war das Problem. So, aber was ist ein schönes Haus, wie ich finde. Oh doch, das geht da ganz gut. Neben der Tür. Finde ich wesentlich besser. So. Du nimmst jetzt hier einfach mal das hier. Dann kannst du schon mal verarbeiten. Achso, du brauchst Erde. Moment. Wo habe ich denn die Erde reingetan? Die habe ich auch oben in die Kiste geschmissen, oder wie? Nee. Verdammt. So, teilt euch das mal auf. Wunderbar. Die Bretter kommen hier vorne rein, in die erste. So habe ich das oben bei der Farm gemacht. Da ist alles reinsortiert worden. Und ansonsten, vielleicht schaffen wir es dann sogar in der nächsten Folge, diesen Abschluss zu machen. Das heißt, wir müssen hier die Sachen noch machen. Zumindest grob, würde ich sagen. Das muss ja nicht perfekt sein. Das sieht ja eh am Ende kein Mensch mehr. Gehen wir vielleicht doch schräg in die Wand rein. Dann kommt das Dach dran. Wobei ich das eigentlich ganz geil finde, wenn das so ein bisschen übersteht. Das hat irgendwie was Altmodisches, wie so alte englische Gebäude. Da muss ich mal gucken. Irgendwie finde ich das ganz nice. Aber grundlegend haben wir heute richtig viel geschafft. Ich bin echt froh, dass ich das hinter mir habe. Das Fenster sieht auch von außen schön aus, finde ich. Und ja, ist richtig schön eingerichtet. Sieht doch ganz nett aus. Lampen sind da. Hier könnte man vielleicht auch dekotechnisch noch ein bisschen was aufbauen. Aber ansonsten sieht das alles, finde ich, sehr, sehr gut aus. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir erstmal einen kleinen Cut. Wir haben schon wieder über eine Stunde. Ich bin jetzt auch schon, weiß ich nicht, 2 oder 2,5 Stunden hier dran. Und dann, ja, bedanke ich mich ganz herzlich fürs Einschalten. Hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Und wenn es euch gefallen hat, dann seid doch so lieb. Lasst mir Daumen nach oben da. Und wenn ihr, ja, die wahrscheinlich letzte Folge aus dieser Staffel beziehungsweise auch andere Let's Plays nicht verpassen wollt und es noch nicht getan habt, dann könnt ihr mich gerne abonnieren. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge zurück. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und da kommt noch eine Feuerstelle.